Hallo und herzlich willkommen zurück bei Argus Urban Legend. Ich wollte heute eigentlich schon irgendwie früher anfangen, hab's aber nicht so richtig geschafft, wie es dann halt immer so ist, ne? Gucke gerade mal, ob wir VIP-Inhalte haben, haben wir nicht. In diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir mal direkt wieder in den Chat zurück, wo irgendwas anscheinend mit Alicia nicht stimmt. Ihr verarscht mich aber nicht wieder, oder? Das gefällt mir auch ganz und gar nicht. Bestimmt meldet sie sich gleich. Nee, mir gefällt das ganz und gar nicht. Lilly? Ich muss sofort zu ihr. Müssen jetzt auch die Gruppe informieren. Bitte übernimm du das. Okay, das können wir direkt machen. Scheiße, Leute, Alicia ist in Gefahr. Es ist etwas passiert. Ich soll euch etwas von Lilly sagen. Wir wissen ja noch nicht, ob sie in Gefahr ist, oder? Und auch nicht, ob was passiert ist. Aber was, es ist etwas passiert, klingt irgendwie noch krasser. Ich nehme das Erste. Sie ist in Gefahr. Lest am besten selbst. Einmal den Verlauf. Oh, ich befürchte Schlimmes. Das ist gar nicht gut. Ich vergesse mal, dass man die Uhrzeit auch hier sehen kann, ne? Mittlerweile. Ben, was? Sie gehen doch von einem realen Mörder aus. Danu, oh Scheiße, was haben die beiden getan? Betty, bin gerade noch am Lesen, aber das klingt gar nicht gut. Caro? Anscheinend ist Lilly ja schon unterwegs zu Alicia. Lasst uns bis dahin nicht verrückt machen. Kann ja alles sein. Schlechtes Netz oder Akku leer. Ganz bestimmt. Jenny, hoffen wir es. Ganz bestimmt ist nur das Netz weg. Amy? Hey! Ach, das ist ja die Schwester von ihr, ne, glaube ich. Von Alicia oder von... Ich glaube, das ist die Schwester von Alicia, oder? Oder ist das die Schwester von jemand anders? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hey, ich wollte dich noch fragen, warum du etwas über diesen Louis wissen wolltest. Wir hielten ihn für verdächtig, das hat sich mittlerweile erledigt. Hallo Amy, leider ist dieser Louis verstorben. Na komm, wir hielten ihn für verdächtig. Ist halt so. Ist die Wahrheit. Glaube ich zumindest. Ist auch schon ein bisschen her wieder. Hilton, also Vergangenheit. Er ist tot. Die Todesursache ist noch ungeklärt. Das muss Argus gewesen sein. Dieses Monster ist intelligenter, als wir alle glauben. Es beseitigt alle offenen Spuren, damit niemand auf die Idee kommt, es vom Fressen abzuhalten. Aber nicht mit uns. Meinst du also, ja? Meinst du? Wir halten es auf. Okay. Ich bin voll bei dir, Amy. Das könnte echt schwierig werden. Ich hoffe, dass du recht hast. Wie genau willst du das tun? Na komm. Ich bin voll bei dir. Wir haben keine andere Option. Wir müssen es aufhalten. Danke, Sebastian. Nun aber zum eigentlichen Grund, warum ich dich schreibe. Was? Nicht wegen Argus? Ich brauche deine Hilfe. Oh oh. Beziehungsweise wir. Ein Schulfreund und ich. Vorher muss ich dir auch noch etwas erzählen. Klar, schieß los. Ach nee, wenn wir ihr jetzt von Alicia erzählen, dann erzählt sie uns das andere, glaube ich, nicht mehr, ne? Dann machen wir so verrückt. Ich nehme mal klar, schieß los. Peng, peng. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja alle Zeit der Welt. Warte, ich füge dich einer Gruppe hinzu. Was ist denn das? Die Mathe-Pauker! Oh, das ist schon wieder ein cooles Bild. Amy, Jason, Franzi, Selina.
Jason schickt ein Video und wir gucken uns aber erstmal die Bilder, die Profile und so an, ne? Eins habe ich in Mathe gelernt. Geht es zu leicht, ist es definitiv falsch. Mit diesem coolen Smiley. Cooles Bild. Ich, okay, das gucken wir nicht. Amy, das Glück ist mein... Okay, Amy kennen wir. Sorry, ich musste hier gerade leider mal cutten. Ich wurde leider unterbrochen. Musste das ein wenig vom Ende noch mit rausschneiden. Ja, wir haben uns gerade die Mitglieder angeguckt und haben festgestellt, dass wir Amy kennen, ne? Und Amy, habe ich dann noch gesagt, war, meine ich, übrigens auch auf dem Fantreffen von Reality Games. Sehr, sehr cool. Meine ich, auf den Bildern gesehen zu haben. Und wir gucken uns aber die anderen natürlich auch an. Jason. Ich brauche kein Leben. Ich bin ein Gamer. Ich habe viele Leben. Ja, okay. Den Spruch kennt man ja, ne? Das ist sein Profilbild. Dann hat er hier ein Bildchen. Da ein Bildchen. Yeah. Das ist cool. Ich mag diese Landschaftsfotos. Der feine Herr und ja, so ein Standard aus dem Zimmer. Finde ich aber ganz sympathisch eigentlich, weil es halt nicht so ultra krasse Bilder einfach sind, ne? Dann haben wir die Franzi. Ohne Haustiere ist die Wohnung sauberer, aber das Herz ist leer. Oh ja, da hat sie recht. Da hat sie recht, die gute Franzi. Das ist auch cool, das Bild, weil der Hintergrund so cool ist. Sieht aber auch sehr sympathisch aus, ne? Irgendwie. So, hier mal durchklicken. Da. Ich glaube, da soll was mit dem schwarzen Herz versteckt werden. Oh Mann. Da wird nichts versteckt. Jo, cool. Ja, finde, sowas muss man auch nicht zwingend verstecken. Ich kann es verstehen, dass man es macht, ne? Aber als Kerl kann ich sagen, ja, sowas sieht man sehr oft. Also, ja. Also so auf Bildern, ne? Wo es halt nicht irgendwie versteckt ist und so. Aber viele, also es ist natürlich auch ein bisschen, dass man es selbst einfach nicht zeigen will. Was ich auch vollkommen verstehen kann. So, Selina. Folgt mir auf Insta, please. Ja, das, ne, das kann man auch mal reinschreiben. Die Selina. Ich mag's, wenn die Bilder nicht zu krass sind. So wie hier. Ich finde das gut. Nicht zu krass gestellt und ne, nicht irgendwie zeigt, was für ein ultra geiles Leben die Leute haben. Weil es ist ja oft immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen dahingestellt, wie man das nennt, ne? Einfach so, ja, weil einfach nur die tollen Seiten immer gezeigt werden, so, ne? Und nicht dieses, ja, wie man jetzt gerade vielleicht mal so im Gammel-Look aussieht oder so, oder nicht übelst krass zurechtgemacht oder so, ne? So, wir gucken uns mal das Video vom Jason an. Amy hat dir wahrscheinlich schon von mir erzählt. Ich bin Jason und ich gehe in dieselbe Klasse wie sie. Danke, dass du uns hilfst, denn ich weiß echt nicht mehr weiter. Das sind die Klassenkameraden, ne? Von der Amy. Ich habe gerade nochmal geguckt, weil es war ein bisschen leise, ne? Aber konnte man, glaube ich, verstehen. Hallo Jason, worum geht es denn genau? Sehr gerne, Mathe-Pauker. Er bedankt sich, dass wir helfen, ne? Also komm. Wir helfen gerne. Obwohl ich von Mathe keine Ahnung habe. Also wir können wahrscheinlich gar nicht helfen. Ich fasse die ganze Situation einfach mal zusammen. Oh Gott. Also du siehst ja, dass hier noch zwei andere Personen in der Gruppe sind. Echt? Franzi und Selina. Die Gruppe war nämlich ursprünglich dafür gedacht, für eine wichtige Mathe-Klausur zu lernen. Oh Mann, ich wünschte, Mathe-Klausuren wären gerade unser größtes Problem. Franzi und Selina, sie sind verschwunden. Oh. Oh, scheiße. Helfe gerne, brauche aber ein paar mehr Infos. Warum ruft ihr dann nicht die Polizei? Ich helfe gerne. Oh, bestimmt die App, oder? Verständlich. Sie sind seit ungefähr 3 Stunden verschwunden.
Ich weiß, eigentlich vollkommen drüber, jetzt schon von irgendwas Ernstem auszugehen. Nicht anzugehen, aber die Vorgeschichte. Franzi und Celi, oder Celi, ne, waren total von Argus fasziniert. Oh, aber nicht auf diese, wir haben Respekt vor dieser Legende-Weise. Sondern auf die, da kann man bestimmt voll geile Videos zu machen, Weise. Ja, super. Super. Ich wollte sie warnen, dass sie aufpassen sollen. Und ich dachte, wir müssen bei Mathe helfen, das wäre schlimmer gewesen. Aber sie wollten nicht hören. Sie sind in einen Wald gefahren und wollten Argus da beschwören. Warum ausgerechnet in einen Wald? Wann habt ihr das letzte Mal von ihnen gehört? Oh weh, das kann nichts Gutes bedeuten. Nee, das letzte Mal gehört, das ist ja vor 3 Stunden, oder nicht? Wir fragen mal, warum im Wald? Wegen der Stimmung. Oh mein Gott. Amy? Ich wusste, dass du dich auch mit Argus beschäftigst. Und wir brauchen einen Mann auf dem Stuhl. Was? Möchtest du damit etwa behaupten, dass Jason kein Mann ist? Also jemanden, der die Situation von außen beobachtet, während wir vor Ort suchen. Ach so, ein Mann auf dem Stuhl und nicht ein Mann auf dem Stuhl. Ja, Guckel, Guckel, ja, ne? Das Video haben sie auf Insta gepostet. Okay, wir gucken mal rein. Franzi und ich sind jetzt hier im Wald. Wir versuchen hier Argus heraufzubeschwören. Und das ganze Ritual halten wir natürlich für euch auch auf Video fest. Falls ihr euch fragt, warum hier im Wald, ist ein bisschen cooler als der Dachboden von meinen Eltern, oder? Also, bis in wenigen Minuten. Krass. Ich frage mich ja, auch hier wieder, wurde der Regen nachträglich eingefügt? Oder haben die wirklich ein Video aufgenommen, wo es regnen muss, so ungefähr, ne? Sowas denke ich mir immer bei den Spielen. Voll cool eigentlich, ne? Weil die halt echt cool gemacht sind einfach. Und dann denkst du dir so, ja, hier und da, ne? Ey, wie haben die das denn jetzt gemacht und so? Sehr, sehr cool. Und folgendes Video haben sie mir privat geschickt, das wollten sie noch bearbeiten, bevor sie es hochladen. Danach ist der Kontakt abgebrochen. Ja, lass mich da erstmal gucken. Amy, sind jetzt auf dem Weg zu dem Wald. Wir müssen die beiden finden. Wir gucken mal rein. Oh nein. Oh nein. Das ist doch ein Rätsel, oder? Scheiße. Das riecht ein bisschen nach Kopfschmerzen. Sind jetzt auch auf dem Weg zu. Ja, melde uns gleich wieder, vielleicht kannst du uns helfen. Okay, wir können auch in die Mitte drücken. Also, wir sehen hier so eine Art Karte, ne? Und wir sehen danach verschiedene Spots, wo sie sind. Das heißt, als erstes müssten sie bei dieser Mühle oder bei diesem Jägerstand sein, oder? Nö, sie sind einfach im Busch. Hier, Jägerstand. Das ist ein Waldweg einfach nur, also Jägerstand. Jägerstand Brücke. Okay, das heißt, sie sind von unten rechts in die Mitte gegangen. Brücke. Was kommt als nächstes? Das ist cool, dass man hier so scrollen kann. Jägerstand Brücke. Sie sind in der Mitte bei der Brücke. Ja, soweit sind wir. Baumstamm weiß ich nicht. Wasserfall. Okay, Baumstamm ist da oben aber auch, ne? Scheiße.
Aber da geht's ja nicht zu einem Wasserfall oder sowas. Also da ist ein Baumstamm, ja. Da müsste danach ein Haus oder eine Eule kommen, oder? Also guck mal, Brücke. Da sind wir. Dann geht's über einen Baumstamm. Dann kommt ein Wasserfall, wo wir aber nicht wissen, der ist anscheinend nicht auf der Map. Hier ist wieder ein Baumstamm und da ist ein See. Und da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist ein Haus. Also sind bei der Brücke. Irgendwas mit Baumstamm und sind bei einem Haus gelandet, ne? Selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie bei einem Haus landen, ne, wenn sie jetzt wieder runtergegangen wären, nach unten links von der Brücke aus gesehen, wären sie ja nochmal bei der Windmühle gelandet. Und wenn sie zum Haus nach oben gegangen wären, oben rechts scheint so eine Burg zu sein daneben, also ganz oben links die beiden Bilder, ne? Und da ist irgendwie so ein Kuckrohr, da waren die nicht. Die waren bei einem Baumstamm und dann irgendwie Wasserfall und irgendwie Gebüsch und so. Und dann waren sie beim Haus. Wenn sie jetzt hier nach rechts gehen würden, würden sie ja nirgendwo landen, ne? Also müsste der Weg aus diesem Video eigentlich die Mitte sein. Einmal, ne, zum Jägerstand, dann die Brücke, dann Baumstamm und dann das Haus. Würde ich so sagen. Und damit hat er ihren Tod besiegelt. Wäre jetzt so meine Interpretation. Ben fragt, gibt's was Neues? Lilly, schon was von Alicia gehört? Ich glaube, das hätte sie sonst schon gesagt, oder? Jenny? Ich hab's gerade nochmal probiert. Erreiche beide nicht. Danu? Was haben sich die beiden dabei nur gedacht? Ja, genau, jetzt mach noch Vorwürfe. Betty? Und ich verstehe beim besten Willen nicht, wieso du sie auch noch bekräftigt hast, Sebastian. Sie haben mir versprochen, vorsichtig zu sein. Ich finde die Idee immer noch sehr gut. Wenigstens tun die beiden etwas. Naja, komm. Das haben sie ja eigentlich, ne? Und irgendwas muss man ja tun, aber ich fand, wir konnten noch gar nichts dagegen tun, oder? Ben, das hat schon mal gut geklappt. Lilly ruft an. Ich gehe ran. So, ich bin jetzt angekommen. Hier irgendwo muss Alicia sein. Verdammt, man sieht kaum was. Alicia! Alicia! Wo bist du? Oh Gott. Nein. Bitte nicht. Oh Gott. Ich glaube... Danu. Lilly, sag was. Was ist da? Ich glaube, da lauert nichts Gutes auf uns. Nichts Lebendiges. Komm schon, rede mit uns, bitte. Lilly... Alicia, oh Gott. Ich. Ja, du bist Lilly. Entschuldigung. Das darf nicht sein, Betty. Caro. Lilly, du musst versuchen, dich zu beruhigen. Caro, bitte sag nicht, dass... Die traurige Gewissheit. Wir haben Alicia in den Tod geschickt. Das... Keine Ahnung, wir konnten es nicht vermeiden, oder? Wir konnten die beiden nicht daran hindern, das zu machen, oder? Oder wäre es möglich gewesen... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wir konnten es auf jeden Fall nicht verhindern, dass wir eine von den beiden, glaube ich, aussuchen müssen, oder? Also das eine von den... Nee, wie war das? Also wir haben einmal gesagt, wir wollen es irgendwie nicht so und dann sollten wir es doch, oder irgendwie war es so, ne? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Aber wir mussten mal irgendwie eine aussuchen.
Und eigentlich wollte ich Alicia leben lassen. Hab mich dafür entschieden, dass Lilly den scheinbar gefährlicheren Weg geht. Auch wenn das super gemein ist. Wirklich super gemein. Und ich beide total mag. Aber wir mussten uns halt irgendwie für einen entscheiden. Ich finde beide total sympathisch. Ja, letztendlich habe ich mich dann für die entschieden, die ich vielleicht so ein Fünkchen sympathischer finde. Schande über mein Haupt. Was aber absolut nicht irgendwie böse gemeint war. Aber wir mussten uns ja entscheiden. Wir mussten uns entscheiden. Und von daher, ja, fies. Ich weiß nicht, ob wir die hätten retten können. Wird man dann vielleicht nochmal sehen bei einem Replay. Allerdings wäre das Replay ja dann die Version, wo wir eh alle ins Verderben stürzen und nur schlecht antworten. Von daher, falls es jemand weiß, ne, ob man die retten kann, also beide, oder ob es wirklich so ist, dass... Ich frage mich auch, ob Alicia immer stirbt. Wisst ihr, was ich meine? Ob Alicia immer stirbt? Oder ob Lilly auch sterben kann? Oder ob man halt auch beide retten kann? Fände ich natürlich krass, weil das entwicklungstechnisch natürlich ein deutlich größerer Aufwand auch ist. Und es von der Story her auch cool wäre auf jeden Fall. Aber du zerstörst ja dann einen ganzen... Entweder den kompletten Storystrang von Lilly, ne? Weil nur noch, von Lilly, weil nur noch Alicia dann da wäre. Oder zerstörst den ganzen Strang von Alicia, weil halt nur noch Lilly dann da wäre. Und gleichzeitig zerstörst du vielleicht einen ganz anderen Storystrang, weil es vielleicht noch einen gibt, wo halt beide noch da sind, ne? Wisst ihr, was ich meine? Sehr interessant, das irgendwie mal zu... ja, in Erfahrung zu bringen. Tja, ich muss die Folge leider tatsächlich auch beenden. Ich muss jetzt nochmal kurz was anderes machen und dann werde ich aber weiter aufnehmen. Ich werde dann, denke ich mal, die jetzt gleich, wenn möglich, irgendwie auch in den Start, also ne, ins Hochladen geben und die andere dann aber auch noch ein bisschen später. Vielleicht so, ja, schauen wir mal, ne, vielleicht so 10, 11 Uhr, irgend sowas, keine Ahnung. Also für die, die dann noch wach sind und Bock haben, könnt ihr dann reinschauen nochmal am späten Abend oder nachts, morgens, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall krass, arme Alicia. Und die Fragen bleiben, hätten wir sie retten können? Hätten wir statt Alicia Lilly in den Tod schicken können? Oder ist Alicia immer nur, also wäre Alicia immer gestorben? Oder hätten wir sogar beide retten können? In diesem Sinne würde ich sagen, beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.